Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 121, Vers 2 und 3, da lesen wir: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, so ein großer und allmächtiger Gott. Und er steht für dich bereit. Er wird nicht zulassen, dass du fällst, nicht nur im Physikalischen, sondern auch im Geistlichen. Und er schläft nicht. Er ist da, er ist bei dir und er hilft dir. Hoffnung um 12. Ja, er hilft dir. Und das wollen wir dir hier auch vermitteln. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Ja. Lebe deinen Traum. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Lebe deinen Traum. Du sagst, ach ja, habe ich schon lange aufgegeben. Mach das nicht. Lebe deinen Traum. So viele Ältere, die erfüllen sich im Alter irgendwo ihren Traum, was das auch immer ist. Aber ich sag dir, gebe deinen Traum nicht auf, weil da steckt auch ein Stück Gabe drin, was Gott in dich hineingelegt hat. Und er möchte dir auch Starthilfe geben. Wichtig ist, dass wir loslaufen. Wir meinen, wenn wir sagen, Herr, lass mein Traum in Erfüllung gehen, wumms, es muss da sein. Das ist meistens nicht der Fall. Wir dürfen das immer wieder als Vision vor Augen halten. Ich lebe in meinem Traum, ich lebe meinen Traum. Und ich sage dir, der Weg ist das Ziel. Manche möchten springen, so wie eine Feder, direkt ins Ziel springen, sagen, ja, ich hab's. Nein, der Weg ist das Ziel. Gleichgewicht und Zufriedenheit in unserem Leben ist so viel wert. Freude am Leben, das ist so was Wertvolles, was nicht mehr jeder hat, aber was wir in Jesus haben können. Und halt's dir immer vor Augen und jeden Schritt, jeden Tag, einen Schritt näher, deinem Traum. Und das ist was Schönes. Freu dich drauf. Träume von deinem Traum. Danke, Herr, dass wir das wirklich tun dürfen. Danke, Herr, du hast uns Träume gegeben. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir an diesen Träumen arbeiten dürfen. Nicht einfach warten, bis sie da sind, sondern wirklich das, was der Traum ist für uns, dass wir da hinein arbeiten dürfen, vorwärts gehen dürfen. Herr, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Danke. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihr Anliegen wegen Schilddrüsenbeschwerden. Liebe Geschwister im Missionswerk, ich muss am 15. November 2021 an der Schilddrüse operiert werden. Alles muss entfernt werden, wegen kalter Knoten und Krebsverdacht. Eine Woche davor habe ich eine schlimme Untersuchung beim HNO-Arzt. Kehlkopfspiegelung, um zu sehen, wie es mit den Stimmbändern aussieht. Als ich das alles hörte, war ich sehr betroffen. Ich weiß schon, dass der Herr immer bei mir ist. Er wird mit mir gehen, aber trotzdem habe ich Sorgen und Furcht. Es graut mir, was auf mich zukommt. Ich bin 72 Jahre. Wollt ihr bitte für mich beten? Danke vielmals. Ja, und der Herr ist wirklich immer bei dieser Frau auch. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch diese Frau kennst mit ihren Schilddrüsenproblemen und Krebsverdacht und was da alles so auf sie zukommt, kommt auch an Untersuchungen. Und sie schreibt, es graut ihr. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihr ganz nahe bist, gerade jetzt. Dass jede Angst verschwinden muss. Dass sie wirklich Zuversicht hat und Frieden. Und wir sprechen Frieden und Zuversicht in ihr Leben hinein. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie heilst. Dass kein Krebs da ist. Dass alles in Ordnung ist. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir danken dir, dass du auch dieser Frau hilfst. So wie es dein Wort sagt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Per E-Mail berichtet eine Frau von ihrem Gebetsanliegen auch für ihren Enkel. Sie schreibt: Ich bitte um euer Gebet für mich. Bitte um die vollständige Heilung meines Unterleibes. Bitte betet auch für meinen Enkel, der eine Leserechtschreibschwäche belastet. Ich danke Ihnen.
Ja, Jesus, danke, du siehst diese Frau, kennst diese Frau mit diesen Unterleibsproblemen. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt durch diesen Unterleib fließt. Wir wissen jetzt nicht, was sie genau hat, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du alles wieder in Ordnung bringst, wiederherstellst, was da nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus. Und auch diesen Enkel, diese Lese-Rechtschreibschwäche, Jesus, du kannst ihm dabei helfen und du wirst ihn auch wieder in die richtige Richtung bringen mit diesem Schreiben und mit diesem, was da so hinkt, wo er nicht weiterkommt. Danke, Jesus, dass du da eingreifst, dass du da wirklich dabei bist, diese Lese-Rechtschreibschwäche zu verschwinden zu lassen. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diesem Enkel und wir befehlen ihn dir an und ich danke dir, dass du ihm wunderbar hilfst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Oder ruf auch jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat zwei Gebetsanliegen. Liebes Missionswerk, das erste Anliegen wäre, ein Freund von uns hat Wasser in den Beinen. Die Nieren arbeiten nicht mehr so gut. Darf ich euch bitten, für ihn zu beten? Ganz herzlichen Dank dafür. Das zweite Anliegen wäre, für meinen Sohn mit Familie und Tochter mit Freunden, dass sie zum Glauben finden. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, Herr, dass du jetzt auch der Gegenwärtige bist. Herr, ich danke dir dafür, für den Freund. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass auch seine Nieren wieder in Ordnung kommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, danke. Wasche du mit deinem Blut diese Nieren, Herr, dass sie wieder funktionieren. Danke, Herr, dass wir dich das bitten dürfen. Und auch, Herr, für diese Tochter, Herr, dass sie dich findet. Dass sie, Herr, in deine Nähe findet, dass sie Verlangen hat, dich besser kennenzulernen. Herr, wie du real bist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein Ehepaar schreibt uns wegen ihres Enkelkindes. Liebes Gebetsteam, wir haben eine dringende Gebetsanfrage. Unser Enkelkind, 3 Jahre alt, wurde heute mit einer starken Bronchitis sowie einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Sauerstoffsättigung ist sehr niedrig. Wir bitten um Gebet für Heilung und auch für meine Tochter, die ihn begleitet. Vielen Dank. Danke, Herr, für dieses Enkelkind. Ich danke dir dafür, Herr, dass der ganze Atmungsapparat, Herr, wir Gesundheit hineinsprechen. Herr, in deinem Namen, Jesu. Vater im Himmel, danke, dass du Gebet hörst, erhörst. Und wenn wir in Jesu Namen bitten, Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, lass da ein Wunder geschehen. Und danke, Herr, auch diese Sauerstoffsättigung, lass die richtig, richtig gut wieder auf normale Werte kommen. Ich danke dir. Amen. Amen. Immer wieder freuen wir uns über Gebetserhörungen, die uns die Menschen mitteilen. Und eine wunderbare Geschichte schreibt uns diese Frau. Ich danke euch für die jahrelange Gebetsunterstützung. Mein Mann und ich haben gemeinsam die letzten Jahre eure Sendungen angeschaut. Im April diesen Jahres ist er schwer krank geworden und hat da mit mir zusammen das Übergabegebet gesprochen. Unser Vater ist so wunderbar und hatte so viel Geduld mit ihm, bis er bereit war, dass er sein Leben in seine Hände gab. Wir durften sogar unseren 55. Hochzeitstag feiern. Gott hat Gnade und Gunst geschenkt. Bis auf 4 Tage konnte mein Mann sich selbst versorgen. Er hatte keine Schmerzen und er musste nicht ins Krankenhaus. Am 4. August ist er im Frieden eingeschlafen und zum Herrn in sein Reich gekommen. Die Gebete haben ihn in den Himmel gebracht. Danke dafür. Und da spürt man auch den Frieden in dieser Geschichte. Und das Wichtigste ist, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Gott erhört Gebet. Eine Frau schreibt: Gott hat schon oft in meinem Leben gewirkt und Gebet wurde erhört. Meine Tochter hatte immer Magenschmerzen. Mein Mann kann auch wieder gut auf dem linken Ohr hören. Danke, Jesus, und danke für euch, liebes Gebetsteam. Es ist so schön, dass es Hoffnung um 12 gibt. Ja, und Gott offenbart die Ursache. Eine Frau berichtet uns: Ich bat euch um Gebet wegen meiner Herzrhythmusstörungen. Den Verdacht,
dass eventuell mit meinen Medikamenten etwas nicht stimmen könnte, hatte ich schon seit Monaten. Jetzt hörte ich Gottes Stimme aber ganz deutlich, indem er mir sagte, reduziere diese eine ganz bestimmte Tablette und lass sie eines Tages ganz weg. Das tat ich, sagte es aber auch so meinem Hausarzt. Nach Wochen der Entwöhnung schlägt mein Herz wirklich wieder ganz normal regelmäßig. Mein Arzt ist erstaunt. Ich danke euch für eure Unterstützung im Gebet. Ja, und wie gesagt, Gott offenbart auch Ursachen. Wieder gesund, trotz schwerer Verletzungen. Im April schickte ich euch ein Gebetsanliegen, bei dem ein Vater und sein kleines Töchterchen bei einem Baggerunfall schwer verletzt wurden. Heute möchte ich euch mitteilen, dass beide trotz ihrer schweren Verletzungen wieder gesund und zu Hause sind. Danke euch allen für eure Gebete. Groß ist unser Gott und sein Wirken. Ja, und das stimmt. Ja, was für eine Bandbreite. Vom Bagger auf eine Arzneikorrektur. Was haben wir doch für einen wunderbaren Gott, der genau uns kennt und wir mit ihm leben dürfen. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen, damit wir es hier vorlesen können. Mein Tipp heute, ja, mache heute den nächsten Schritt auf deinen Traum zu. Hol ihn wieder aus der Schublade raus und sag, ach ja, ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Hole wieder deinen Traum aus der Schublade heraus und geh Schritt für Schritt drauf zu, es wird dir viel Freude machen. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, am Sonntag sind wir wieder für dich da. 10 Uhr Livestream und YouTube. Aber heute möchte ich dir ganz, ganz besonders ans Herz legen, unser neues Buch, was wir beide geschrieben haben. Ein Ermutigungsbuch mit 60 Andachten, nenn es Inputs, richtig erfrischend. Du kannst es auch gerne an Weihnachten weiterschenken. Es ist ein wunderbares Geschenk, aber wichtig ist, lass dich dadurch von Gott berühren. Ja, und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.